Ja, ich grüße euch. Und zwar ist ein Wettkampf gekommen um 15:55 Uhr. Wir haben jetzt 16:55 Uhr. Was 16:55 Uhr? Jetzt wisst ihr ja gerade die Zeit. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall Perks, Buckle Up. Endlich, endlich wird es genervt. Ich hoffe, es wird genervt. Komplett. Dann das Perk von der Sable. Backcomplayer wird angepasst, Popgoss, Weasel, Grim Embrace, Deadlock, Skullshock und das heißt es zurück. Killer, seit der, das ist halt das Größte, okay. Menü, okay, da wird bestimmt irgendwas angepasst an den Zahlen. Und ja auch, das heißt es halt wird immer angepasst, okay. Der Chucky bekommt ein Update, Medium-Update, der Kannibale, der Bright und der Sesslinge und der und Mastermind bekommen. Minimale Updates. Ich, was sie beim Slinger machen. Es wäre schon cool, wenn sie die Bewegungsgeschwindigkeit auf von 4,4 auf 4,5 oder 4,6 anheben. Weil das haben sie ja beim Twix ja auch gemacht und er ist Fernkampfkiller. Ne. Und hier die Toolboxen tun sie auch nochmal überarbeiten. Das, ja. Also ich habe das auf Deutsch übersetzt jetzt. Also wenn irgendwelche Fehler drin sind, ne? Gehen in unser 9. Jahr neben einer brandneuen Kapitel, das mit dem Update 8.0.0 erscheint, haben wir eine große Anzahl von Balance anderen Verbesserungen der Lebensqualität für den Inhalte vorbereitet. Immer werden wir die Anpassungen kurz in den Public Testbild gehen. Wenn diese Anpassungen in den Public Testbild gehen, wo wir Feedback sammeln, Bedarf einige Anpassungen vornehmen werden. Bevor das Update auf allen Plattformen veröffentlicht ist. Der gute Junge. Die Abkriegszeit vom Heidi Heroid auf 12 Sekunden, also 6 Sekunden, kann man nicht schneller wieder aktivieren. Nur Scamp ausführen, während er ein Slice-and-Dice Attack ausführt. Die Zeit benötigt wurde auf einen, also 0,1 Sekunden, wenn er Sprint hat, dann. Der Kannibale. Die Power von Kettensägen wurde. Oh, okay, das heißt, Boba bekommt einen Nerf. Ich von Ketten wurde auf. Okay. Ach so, ich hab's. Ach. Ich weiß nicht genau, was das sein sollte. Aber ich denke mal, das wird ein Buff sein, dann eher doch. Weil die tun die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen, wenn der Boba damit geht. Der Boba geht ja schneller, wenn du mit der Kettensäge dich da links. Die. Endlich! Der Wutanfall, der nervt so sehr. 3 Sekunden. Vorher war es 50 und man konnte es mit einem Addon auf 4 Sekunden machen. Das spiele ich auch gerne, weil das kann mal passieren. Ja. Einige Addons wurden angepasst, das heißt, es kommen einige Addons oder das Basic Kit einfach. Ja. Ja, okay, die schreiben ja auch, dass er halt sehr Addon-abhängig ist. Und die Kollision, ja, wie bei bleibt. Das ist das einfach, ja. Erinnerung der Betäubungszeit. Oder auf 2,7 vor 3 Sekunden. Windgeschwindigkeit beim Nachladen. Okay, und die Rollengeschwindigkeit. Ich denke mal, das ist das Nachladen. Das hier ist wahrscheinlich das Nachladen. Das ist jetzt schneller. Mal gucken, wie die Änderungen, wie die. Also steht nichts von den Addons, aber es gibt ja Addons, die das nochmal stärken. Vielleicht wird der Slinger dann besser. Durch besser sein. Ich hätte mir gewünscht, dass sie eher. Ne, hier steht bei mir. Nee. Ich hätte mir gewünscht, dass sie dies auf 4,4, 4,5 oder 4,6 machen. Er hat schon einen größeren Tarot. Ja, man kann ihn mit Beobachtung zuschlagen und es gibt Addons, die deinen Tarot echt sehr niedrig machen können, aber dafür musst du ja deine Nachlade-Addons hergeben oder Rückzuggeschwindigkeits-Addons. Ja. Mastermind, die Strafe für die Behinderung durch eine Infektion wurde auf 4% verringert.
8 Euro bekommt eine Nerf. Mystery Quest ist auf 1% verringert, wenn man süchtig ist. Hä? Hey. Ja, das ist natürlich besser, weil damit bist du nicht. Du warst ja auch richtig bescheuert dran. Du warst ja dann definitiv langsamer als der Nurse, die nicht, die keine Blinks einsetzt. So quasi, ne? Ja, gleich zusammensetzen. Hört jetzt. Ja, der Arme, also das ist echt schade, finde ich. Blake wurde so genervt. Also die guten Addons, die man nutzen konnte, wurden so hart genervt, ey. Also das ändert nicht sein, dass der ist trotzdem gut, aber trotzdem hätte ich sein müssen. Oh, ich sehe dich schon kommen. Ich call das jetzt schon. Ich habe das nur den ersten Satz gesehen. Die Sabotagegeschwindigkeit der Werkzeugkiste wurde in den meisten Varianten erhöht. Also, oh, ich sehe dann definitiv mehr. Block hier wurde auch verringert. Ja, wow. Die 5 Sekunden, okay, ja, 5 Sekunden können echt spielentscheidend sein. Ja, guck mal, das war ja richtig OP. 150% verringert, gut. Das ist ein. Aber dafür wurde halt die Erschöpfung auf 20 Sekunden, wenn du das auf 3 hast, dann hast du 20 Sekunden. Dann nimmst du nochmal Nachtwache mit. Das ist dann etwas mehr als 10 Sekunden. Da kannst du es wieder nutzen. Das. Es ist ja erst PDB. Ja, also. Aber 150% ist schon mal gut. Das sind 50% weniger. Junge, das war gefühlt ein Hack. Das war ein legaler, legitter Hack. 2%. So nahe kommt nicht mal Blight dran. Ich glaube, so krass kommt nicht mal Blight dran. Ich glaube, Berg ist zwischen 150 und 200. Also, und Blight ist auch nur in seinem Dingens, wenn er auch Quest Addons hat, so schnell. Die haben das halt um 2 Sekunden. Das ist halt. Ich finde das nicht richtig. Ja, es nervt als Survivor. Aber ja. Es haben sie uns. Das Einzige, was wirklich noch so gut ist, weggenommen. Es wurde um 10% genervt. Schon wieder. Sie können es auch nicht hier sein lassen. Ich will gar nicht wissen, was gleich bei dir steht. Ich sehe. Ja, das haben sie wieder auf 4 Sekunden gemacht. Aber haben sie gemerkt, dass das Head-On und der Side-On sehr gut kombinierbar ist? Und dann noch die Flashbang, dass die Killer schon wieder abfuckt. Ja, wenigstens haben sie das gemerkt. Upper Clap. Entfernt Anstein gewährt keine Ausdauer mehr. Probleme, die aus dem Sterben und Zustand geheilt werden. Nein, ich bin. Oh, endlich. Gut so. Ja, guck mal, es sind jetzt 20%. Du kriegst das nicht mehr, du kriegst das nicht mehr einen Colette Gen zurückgetreten damit, sondern nur 20, du bekommst jetzt dann nur noch 80. Du hast schon das Dingens, dass die Schalthaken, die dafür zuständig sind, dass diese Haken nicht irgendwie mal fixiert oder ein bisschen mehr platziert sind. Die können einen, der Perk kann tot sein in der Runde. Ja, es kann auch richtig Nutzen haben. Aber wenn du nicht mit Eiserner Griff oder Erregung sogar spielst, dann natürlich hast du einen Vorteil, aber du nimmst nicht Eiserner Griff und Erregung mit oder vielleicht Erregung mit, doch schon, aber. Oh nee. Ich. Behavior. Es ist alles PDB. Es kommt nicht immer alles so, wie es in der PDB ist. Beschwörungszeit wurde auf 60 Sekunden. Ja, jetzt sehen wir natürlich noch mehr. Bewegung. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das Perk eigentlich so ausmacht.
Das für eine Map. Ach, ist das die. Das ist doch die. Ach, das ist die Dingens, ja. Haben sie es auch endlich mal gerafft, dass die, dass dieses rote Gedöns auf dieser Karte sowohl für Survivor als auch für Killer, du brauchst als Killer nur, zum Beispiel mein Deathslinger mit dem Iron Maiden Skin, der verschmilzt quasi fast, oder gewisse Blight Skins verschmilzen auch damit, was mit der Umgebung. Oder so Claudettes oder so Max, die einfach ihre Bloodies anziehen, das ist ja genauso wie bei Depth of Loom. Hier machen sie irgendwas. Keine Ahnung. Dann wird man wahrscheinlich mal getestet. Okay, ja, das ist für neue Spieler gut. Also, ja, also zum Beispiel bei Nemesis, beim Robotor da, beim Singletät oder bei Veska. Da, das ist gut zu wissen, was es da macht. Ja, willst du da mal? Oh, 11 Uhr ET, das heißt, ich glaube 19, 20 Uhr sollte es hier sein, Deutschland. Also das finde ich gut. Das ist halt für neue Spieler gut. Kann nicht so sagen, ich habe das Perk nicht genutzt, finde ich scheiße. Sollte erhöht werden oder wieder unbegrenzt wie früher sein, finde ich sehr gut. Finde ich auch scheiße. Das finde ich. Ja. Einfach komplett entfernen. Finde ich blöd. Finde ich gut. Finde ich. Sagen wir mal. Jein. Ich kann es aber verstehen, es nervt. Mit grünem Base auch vor allen Dingen. Dann hast du echt lange die Gens gestippt. Was sollst du das halt machen? Also, mit Deadlock geht 30 Sekunden. So, da geht vielleicht ein Gen gerade an. Da hast du gerade eben aufgehoben. Da hast du nochmal 12 Sekunden. Das heißt, du hast 42 Sekunden, wo du keinen Dance machen kannst. Und wenn du sogar Pech hast, kam vorher noch irgendwie Stromschuss oder so, irgendein Legends, der weit war. Ja. Bei Geiselhaken weiß ich gar nicht, ob das durch Deadlock oder durch Gurman Base geht, das weiß ich gar nicht. Ja, und die Tourboxen, ja, mal sehen. Leid. Ich hätte diesen Killer gerne gelernt. Nur Tastatur, aber. Wie er vorher war, auf jeden Fall. Finde ich echt schade. Ja, dazu kann ich nichts sagen. Finde ich gut. Ich hätte eher hier lieber die Bewegungsgeschwindigkeit eher gesehen als das hier. Das kann man mit Addons machen. Mit Addons kann man aber seine Bewegungsfähigkeit nicht erhöhen. Kannibale finde ich gut. Beim Good Guy weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe ihn zu selten gespielt. Also ich habe ihn ja auf einem anderen Account. Auf meinem Xbox-Account und da habe ich ihn zu selten gespielt, dass ich jetzt sagen kann. Ja, ist gut, ist schlecht, das kann man machen. Ja, also wir sehen jetzt erstmal, dass am Dienstag ist auf jeden Fall Public Test Bild, da gehe ich drauf. Der Camera Gaming ist ja dann auch live. Dann denke mal, der wird da mit Community was testen. Ich werde ihn auch darum beten, dass er dann auch die Killer testet, die da sind, damit. Ja, oder dass ich dann auch mit Slinger spielen kann. Und ich werde vorher auch noch ein bisschen mehr Slinger spielen. Ich muss ja auch noch eigentlich den Guide machen. Jetzt kann ich den Guide auch warten, weil, ne? Guck mal, gut, dass ich gewartet habe. Ich werde dafür dann auf jeden Fall warten, bis das auf jeden Fall aktiv ist. Das ist erst im Juni, das ist ja was das Event. Ich gucke aber, wie das ist. Ich hoffe, dass ich da Geldlauf nehmen kann. Auf dem PDB. Ein bisschen. Ja, Kannibale kann ich das sich auch testen, den habe ich nämlich. Aber sowas wie Chucky oder Mastermind oder Black habe ich nicht. Ja, und
Backup brauche ich gar nicht testen, Backup brauche ich auch nicht, weil das wird auf jeden Fall ein bisschen schlechter sein. Ja, ich finde es halt schade, dass hier wieder. Hier sind vier. Okay, es sind vier Survivor-Perks und vier Killer-Perks. Okay, ich dachte gerade schon. Aber das ist halt einfach. Hätte nicht sein müssen. Also hier mit Popcorn, Wieso und Skulljog, das hätte ich sein müssen. Mit Kill Base und Deadlock ist okay. Hätte, das kann man machen. Muss man nicht. Ja, deswegen mal schauen, wie es so wird. Ja, mal gucken. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns in den Kommentaren. Ich werde das jetzt dann hochladen. Ich denke mal, das werde ich dann direkt für alle freigeben. Ist ja auch wichtig, deswegen. Wenn es schnell hochlädt, bin ich einer der ersten Deutschen, das ist ich wahrscheinlich. Ja. Wenn es euch gefallen hat, direkt lassen, Abo da lassen, Kommentar da lassen und wenn ihr Kanalmitglied werdet oder wenn ihr mich unterstützt wollt, Kanalmitglied werden oder Botanics da lassen. Ja. Wir hören uns und sehen uns. Ciao.